Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu Potters Bluff Reviews. Heute mit einem neuen Vorstellung und hier zu Subkulturs Release zu Feuertanz. Ein Film von Carlo Lizzani mit Robert Hoffmann, Gian Maria Volonte und Lisa Gastoni. Ja, hier handelt es sich um einen Gangsterfilm aus den 60er Jahren über den echten Gangster, also den gab es auch in Wirklichkeit, Luciano Lutring. Und ja, stellen wir euch das Ganze mal vor. Wir haben das hier in einem schönen Digipack präsentiert. Für Subkultur ja recht, machen die recht häufig. Sehr schön gemacht hier auch, finde ich, das Bild. Also richtig oldschool, ist wahrscheinlich auch das Originalplakat. Sehr schön. Feuertanz. Ja, Subkultur hat es hier dann mal natürlich nicht lumpen lassen. Hier auf den Beinen sieht man jeweils den Titel nochmal und hier das Subkultur-Logo. Ja, hier haben wir die Rückseite. Eine leidenschaftliche Liebe und das bittere Ende eines Verbrecherpaares. Ja, hier hat man dann die Inhaltsangabe. Da könnt ihr ja mal kurz auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Und hier beim Bonusmaterial hat sich natürlich Subkultur absolut nicht lumpen lassen. Wir haben hier eine Bonus-DVD mit der DDR-Fassung und der deutschen Videofassung. Da haben wir die deutsche Kinofassung, italienischen Trailer. Hier ein Interview mit Maskenbilder Gianetto De Rossi, habe ich es richtig gesagt. Und Birth of a Star Interview mit Hauptdarstellerin Lisa Gastoni. Sehr interessantes Interview, das auch damit endet dann, also der Regisseur. Carlo Lizzani hat sich auch dann in den 2000er Jahren umgebracht, aber er war da zu dem Zeitpunkt bereits über 90 Jahre und davon erzählt auch sehr interessantes Interview, was von Subkultur, glaube ich, auch selbst produziert wurde und selbst aufgenommen wurde. Das ist richtig cool geworden. Und ja, alles untertitelt natürlich in Deutsch. Hier haben wir noch ein paar schöne Bilder aus dem Film. Hier unten haben wir dann die Spezifikation. Ihr seht, und zwar hier haben wir auch, wie gesagt, beide Synchros, Deutsch und DDR. Ich muss sagen, dass die BRD-Synchro besser ist als die deutsche, denn in der BRD-Synchro hat Luciano die Synchronstimme von Steve McQueen und das ist schon eine richtig coole Stimme. Aber was vor allen Dingen auffällt, dass in den DDR-Fassung die Nebenfiguren alle recht amateurhafte Stimmen bekommen haben und BRD-Version haben die natürlich diese reißerischen alten Synchronstimmen aus dem Westen, das ist dann richtig gut gewesen und so. Normalerweise bevorzuge ich eigentlich die Synchros aus der DDR, zum Beispiel bei der Olsenbahn ist das zum Beispiel viel cooler in der DDR-Fassung, aber hier muss ich sagen, ist die BRD-Fassung wirklich um Welten besser. Und einen coolen Werbespruch mit der Solist an der Maschinenpistole. Und ja, hier haben wir dann das Digipack, was sich so aufklappen lässt. Und hinten haben wir dann ein Gesamtbild. Sehr schön geworden hier. Ja, ich finde, es ist ein typischer Vertreter so der italienischen Gangsterfilme. Und ja, ich muss sagen, dass er mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt hat. Aber ich denke, für Fans aus dem Genre hier ist das ein absoluter Leckerbissen. Und ich glaube, eine bessere Veröffentlichung kann es dieser Film nicht wünschen. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Hier haben wir links erstmal die Blu-ray. Das ergibt dann natürlich unten ein Gesamtbild, das zeige ich dann gleich. Die Blu-ray, wie gesagt, auch das Menü ist sehr schön aufgemacht. Und die Bonusmaterialien sind wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen die Interviews eben, die sind wirklich echt krass und man kriegt sehr viele Hintergrundinformationen zu diesem Filmchen. Genau, dann haben wir hier die Bonus-DVD, schätze ich mal. Ist hier rauskriegen, Leute. Ich hatte jetzt nur die Blu-ray drin. Die DVD-Version vom Film. Und hier haben wir dann zu guter Letzt die frickelig, aber sehr gut und sicher untergebracht. Hier ist dann die DVD mit der DDR-Fassung und der deutschen Videofassung. Was natürlich da rausgeschnitten ist, seht ihr auch in der Langfassung. Denn da sind die fehlenden Stellen immer aufgefüllt, entweder mit der DDR- oder BRD-Synchro oder eben halt mit Untertiteln. So, dann haben wir hier das Gesamtbild dann. Also wie gesagt, durch und durch sehr schön durchdesigntes Release, was ja auch für Subkultur eigentlich schon selbstverständlich geworden ist. Sie haben echt gute Qualität, muss man sagen. Genau, dann haben wir hier ein Booklet, das ist auch sehr interessant geschrieben. Da haben wir dann Fakten zum Film, zur Entstehungsgeschichte, aber auch eben zum echten Fall Lutring haben wir was. Und hier haben wir dann auch viel zu Carlo Lizzani, der große Unbekannte. Überall geht es um sein Schaffen durch die ganzen Jahrzehnte durch hinweg, bis zu den 90ern. Und ja, der hat auch übrigens einen sehr interessanten Film gemacht, Die letzten vier Tage von Mussolini, mit Peter Fonda in der Hauptrolle und Rod Steiger. Der ist sehr zu empfehlen, gibt es aber, glaube ich, in Deutschland gar nicht so oft zu kaufen. Hier haben wir dann noch die letzten Seiten der echte Luciano Lutring, dem es ums echte Leben geht, der dann 22 Jahre verknackt wurde, aber nur 12 absitzen musste und sogar noch ein sehr schönes Leben danach führte. Ja,
das war's eigentlich auch schon zu Feuertanz von Subkultur Entertainment. Wie gesagt, Fans von alten Gangsterfilmen kann ich diesen Film absolut ans Herz legen. Der Film fängt auch diese Zeitepoche wunderbar ein. Also wie so eine Zeitkapsel ist dieser Film. Auch so was das Nachtleben angeht und die Action. Ja, die Action könnte ein bisschen, sag ich mal, vielleicht besser inszeniert sein können. Aber wie gesagt, ich finde, das ist trotzdem ein sehr interessanter Film geworden. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber jetzt für mich jetzt keine Bäume ausgerissen, aber ich schätze mal, Fans dieser Art von Film kommen absolut auf ihre Kosten. Und was kann man sich schöneres wünschen als diese Version hier? Feuertanz gibt es auf der Subkulturseite zu kaufen, Deutsche Edition Deutsche Vita, die werde ich unten drunter verlinken. Und in meiner Beschreibung findet ihr auch nochmal alle Details zu den Spezifikationen, zum Bonusmaterial und zur Qualität des Films. Ihr seht hier eine wunderschöne Edition von Subkultur geworden. Toll durchdesignt alles, wie man es ja von den Leuten kennt da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, schaut euch das unten mal an. Wer den Film schon gesehen hat, kann ja mal sagen, was er davon hält und wie vielleicht noch besser findet als ich. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und bleibt auf der legalen Seite. Ciao.